So, hi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Splatoon. In diesem Part werden wir die 96 Gallon Deko mal austesten. Ich war von der normalen nicht so ganz begeistert. Mal sehen, ob Tintenzitan und der Tintenwall irgendwas anders macht. Genau das werden wir jetzt austesten. Im Standardkampf. So. Punkatius Skatepark ist also unsere erste Map. Und dann werden wir mal sehen, wie sich die Waffe jetzt anders schlägt. Es hat sich nur das Set und die Reichweite ein bisschen verändert, sonst blieb alles gleich. Also es schießt so ein einziges Feld weiter, aber das macht jetzt bei dieser Waffe keinen großen Unterschied. Es macht mehr bei Snipern oder so Unterschied. Alles klar. Ich glaube, da ist jemand hinter uns. Ich weiß, ist natürlich Camping, wenn man das macht. Aber dafür ist der Tintenwall nun mal da. Lol. Ich habe eine lange Zeit kein Splatoon mehr gespielt. Ne, wollte ich nur mal anmerken. So nice. Jetzt rennen sie weg. Jetzt rennen sie weg. Bitch. Ah, diese doofe Granate hinter mir. Diese blöde Klecksbombe hinter mir. Ja, Leute, ist ja gut. La 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 la
Ach, verdammt. Kamikaze. Ich bin sowas von... Mann, bestimmt. Scheiß Sprinkler, der nervt. Tschüss. Dead. Warum? Nein, 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 oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich muss mich gerade so hart konzentrieren mit dieser Waffe. Bestimmt. Ich glaube, die Runde haben wir eher verloren. Ja, haben wir. Ich hab's aber noch überlebt. Ich hab's noch überlebt. Ja gut. Also hatten wir damit schon ein schlechtes und ein gutes Match. Jetzt muss der Rangkampf entscheiden, ob die Waffe gut ist, wenn man sie ein-, zweimal spielen will, oder ob sie dann doch zackt. Und das entscheiden wir. Erstmal was? Achso, ja. Und das entscheiden wir in der Operation Goldfisch auf Camp Schützenfisch. So, mal sehen, ob das was wird. Also, der Tintenwald kann uns einiges bringen, weil die Goldfischkanone da natürlich nicht durchschießen kann. Die kann zwar drüber schießen, aber das war's. Ach, schön, diese Leiter, die sich jetzt erst. Warum kann man da nicht hoch? So, und den block ich jetzt. Hat zwar nicht ganz so geknappt, wie es sollte, aber... Bestimmt weiß der, wo ich bin. Und das natürlich mal wieder, als mein Tintitan fertig war. Es ist immer so. Immer wenn ich irgendeine Waffe mit Tintitan habe, kommt sowas. Da sieht er. Der Tintenwald hat mich in dem Fall geschützt. Ey! Ivan! Oh! So, dann räume ich hier mal ein bisschen auf. Ja, deine scheiß Klecksbomben bringen dich da nicht weit. Ey, Leute. Es ist doch nicht so schwer, dieses Drecksding da zu nehmen. Okay, gut. Es ist aber umso schwerer, in die scheiß Heuboje reinzufallen. Nein! Alles klar. Jetzt habe ich keinen Tinte mehr. Er hat es aber noch geschafft.
Nee, Leute. Tot. Tot. Hallo? Ja, bestimmt. Hauptsache, ich treffe den mit der Sniper zweimal mit meinem Titan, der stirbt nicht. Was ist das für ein Match, Alter? Nö. Ich sagte doch nö. So, Tintitan voll. Das hier, der mit der Sniper. Ja. Bestimmt. Was war's? Tizuka. Ich war die ganze Zeit hinter dem Scheißteil. In dieser Scheißwand. Da kann mich keine Tizuka killen. Ja, schub mich runter. Ist er gerade ernsthaft von der Goldfischkanone durch? Nö. Ihr macht immer die gleichen Fehler. Oh mein Gott! Nein! Warum? Warum? Hä, warum? Hä, warum? Warum war auf einmal Ende? Der Counter war noch nicht bei 1. What the fuck? Oh, ich hab 12 Kills. Also auch von dem negativen Ergebnis, weil die Gegner irgendwie so leicht betrogen haben. So schlecht ist sie nicht. So schlecht ist sie nicht. Ist zwar 96, aber so schlecht ist sie nicht. Sie hat, sie kann was. Sie kann wirklich was, wenn man sie richtig einsetzt. Vor allem, ich hab noch nie so oft den Tittenball eingesetzt, aber... Es kann auch egal sein. Ich sag ciao und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.